Hallo. Dieser rothaarige, pummelige Junge ist nur schüchtern. Er wird von anderen ungerechtfertigt schikaniert und geschlagen. Seine Freunde und Eltern können ihm nicht helfen. Und so wird eine unerwartete Begegnung mit einem alten Mann zum Wendepunkt in seinem Leben. Wird Jimmy in der Lage sein, die Chance zu ergreifen und sich und seine Freunde zu schützen? Die drei Jungen mit kahlgeschorenen Köpfen laufen durch die Schule und suchen ein Opfer, das sie schikanieren können. Ihre Mitschüler wenden ihre Augen ab und halten sich von der Gruppe fern. Der Anführer der Tyrannen, Miles, schlägt einem rothaarigen, dicken Jungen die Schulbücher aus der Hand. Doch dieser Junge schaut ihnen direkt in die Augen. You looking at, fat boy? Jimmy wird von seinen Freunden Andy und Bobby ermutigt, aber es nützt wenig. Der Held irrt grimmig durch die Straßen und sobald er nach Hause kommt, isst er erstmal einen Keks, um den Stress loszuwerden. Seine Mutter fragt den Jungen, ob es ihm gut geht, und obwohl sein Tonfall seine Gefühle verrät, schweigt er. Über einen Videoanruf versuchen seine Freunde, Jimmy zu trösten. Sie heben seine guten Eigenschaften hervor, die Miles nicht hat, seinen Sinn für Humor und seine Intelligenz. Unser Held konzentriert sich jedoch nur darauf, wie dick er ist. Sie laden ihn ein, zu ihnen zu kommen, aber er lehnt ab und bleibt zu Hause. Es ist einfacher für ihn, sich abzuschotten und den Kopf in den Sand zu stecken. Maybe you should watch some old Kung Fu movies in case Miles decides to f*** with you again. Am Abend trifft Jimmy seinen Vater zum Essen. Der arbeitet Nachtschichten und sieht seinen Sohn nur selten, außer beim Abendessen. Der Vater fragt den Jungen nach Mädchen, aber der unsichere Teenager ist überzeugt, ihn würde eh niemand mögen. Sein Vater versucht ebenfalls, ihn zu ermutigen, aber vergeblich. Jimmy wird durch seine Misserfolge nur noch trauriger und isst noch mehr Süßigkeiten. Am nächsten Tag treffen sich die drei Freunde auf dem Weg zur Schule. Während sie unbeschwert herumalbern, werden sie von den bereits bekannten Rüpeln aufgehalten. Der feminine Bobby rennt sofort weg und Andy wird zur Seite geschoben, damit der dicke Junge von Angesicht zu Angesicht fertig gemacht werden kann. Sie drohen ihm mit Gewalt und erpressen Geld von ihm, eine stattliche Summe von $100. Die Drohungen enden vorerst und Jimmy muss sich überlegen, wie er seine Schuld bezahlen soll. In der Klasse macht sich Miles über Bobby lustig und deutet an, dass er anders ist als die anderen Jungs. In der Pause tröstet Jimmy seinen Freund und schlägt vor, dass sie zusammen essen gehen. Schließlich ist das der beste Weg, um glücklich zu sein und seine Probleme zu vergessen. In der Cafeteria erzählen Andy und Bobby Jimmy, dass ein Mädchen ein Auge auf ihn geworfen hat. Adrian ist klug und süß, obwohl sie einen finsteren Gothic-Kleidungsstil hat. Dann belästigt Miles die Jungs erneut, doch dieses Mal endet Jimmys Schweigen. I'm not giving you anything. Doch gerade als Miles auf diese Unverschämtheit reagieren will, greifen ein Junge und sein großer älterer Bruder ein. Sobald Miles jemandem begegnet, der größer ist als er selbst, ergreift er die Flucht. Doch die Freude über den Erfolg währte nicht lange. Auf dem Heimweg holen Miles und sein Kumpel Jimmy mit einem Auto ein. Der Teenager versucht erneut, sich zu wehren, aber jetzt ist er allein und alles andere als kampfbereit. Der arme Jimmy geht schon beim ersten Schlag zu Boden. Miles schlägt brutal auf seinen wehrlosen Gegner ein, was ein älterer schwarzer Mann von nebenan sieht. Er greift sofort ein und vertreibt den Rüpel trotz dessen Drohungen und Beleidigungen. Nachdem er Jimmys gespaltene Augenbraue untersucht hat, lädt er ihn zu sich nach Hause ein, um die Blutung zu stillen. Jimmy spielt das Ausmaß des Problems herunter und will sich wieder zu Hause verstecken, aber der alte Mann schafft es, ihn zu überzeugen, zu bleiben. Sie betreten eine Garage, in der Bilder eines Mannes aus seiner Jugend im Ring mit Boxhandschuhen an den Wänden hängen. Das ist Clarence Jackson, genannt Action, ein ehemaliger Profiboxer im Schwergewicht. Er weiß, wie man kämpft und wie man für sich selbst einsteht. Jimmy macht sich große Hoffnungen und bittet darum, das Boxen erlernen zu dürfen. Aber Action ist alt, also schlägt er einen anderen Trainer vor, während er selbst den Jungen unter seine Fittiche nimmt und ihn anleitet. Natürlich nur mit der Erlaubnis seiner Eltern. Action nimmt Jimmy mit zu ihnen nach Hause. Aber seine Eltern trauen dem Fremden nicht und machen sich Sorgen um die Gesundheit ihres Sohnes. Doch schon am nächsten Tag besucht Jimmys Familie Clarence, um seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie gehen in die Sporthalle, wo Actions alter Freund, der charismatische Mexikaner namens Manny, andere Boxer trainiert.
Als er sieht, wen sein alter Freund ihm mitgebracht hat, ist er alles andere als begeistert und bezweifelt, dass es eine gute Idee wäre, einen solchen Typen in den Boxring zu holen. You mean a white kid? No. I mean a pleasantly plump, I'm gonna get my ass kicked white kid. Schließlich stimmt Manny zu, dass Jimmy wirklich Hilfe braucht und nimmt den Job an. Zeit für die erste Trainingseinheit. Bevor der Unterricht beginnt, warnt Action den Jungen. Such nicht nach Ärger, nutzt die erlernten Fähigkeiten nur, um euch zu schützen. Manny erklärt dem Jungen, dass das zusätzliche Gewicht, auch wenn es sich sicherlich lohnt, es zu verlieren, nicht immer ein Nachteil in einem Kampf sein muss. Einige Champions waren schwerer als andere. George Foreman zum Beispiel, der seine Eigenschaft geschickt genutzt hat, um besonders kräftige Schläge zu landen. Action nimmt Jimmy zu jedem Training mit ins Fitnessstudio und beobachtet sein Training aufmerksam von der Seitenlinie, damit er seine unschätzbaren Erfahrungen weitergeben kann. Jimmy und sein Mentor fragen sich, was sie mit diesem Typen namens Miles machen sollen. Ihn zu bezahlen ist keine Option, denn auf diese Weise werden die Erpressungen und Schikanen weitergehen. Da der Boxanfänger noch nicht sehr geschickt ist, muss sich Jimmy etwas einfallen lassen, um den Kampf zu verschieben. Action schlägt also vor, den Tyrannen an der Nase herumzuführen und ihm zu versprechen, ihm $200 statt $100 zu geben, aber erst in einem Monat. Auf diese Weise wird der Konflikt unausweichlich und das Risiko für den Jungen steigt. Am nächsten Morgen vervielfachen sich Jimmys Probleme. Sein ganzer Körper schmerzt vom Training. Action und Andy machen sich über den dicken Jungen lustig, der diese Art von Training nicht gewohnt ist und auf dem Weg zur Schule humpelt. Ah, dude, you gotta take it easy. I ain't no spring chicken anymore. How old are you, like 16 now? Die Klatschtante Bobby kann es wiederum kaum erwarten, dass Jimmy Adrian um ein Date bittet. Da kommt Miles, dem unser Held vorlügt, einen neuen Job zu finden und ihm $200 verspricht. Sie treffen eine Abmachung, um sich den Tyrannen zumindest für ein paar Wochen vom Hals zu halten. Beim Training ist Manny nicht zufrieden mit dem Jungen. Er gibt nicht sein Bestes. Und auf der Straße gibt es viele Kinder aus viel weniger glücklichen Familien, die stattdessen in der Halle trainieren könnten und ihr Bestes geben würden. Action will den Teenager motivieren und fragt, was ist los? Wo ist dein Eifer geblieben? Jimmy versucht wieder mal auszuweichen. You were just going through the motions today. Remember, you asked me for this. Schließlich teilt der Junge seinem Mentor seine Zweifel mit. Er sieht keine Fortschritte und glaubt nicht an sich selbst, weil Miles nach all seinen Bemühungen am Ende doch stärker sein könnte. Action schimpft nicht mit dem Teenager. Er braucht eindeutig Zeit und Unterstützung. Jimmy spricht noch einmal mit seinem Vater, bevor dieser zu seiner Nachtschicht aufbricht. Wieder sitzen die beiden dicken Männer am Esstisch. Der Vater sieht auch, dass sein Sohn müde und deprimiert ist und sagt, dass er die Zeit der Älteren nicht in Anspruch nehmen sollte, wenn er nicht sicher ist, dass er weiterhin hart arbeiten will. Der Vater bedauert, dass er seinem Sohn nicht beibringen konnte, für sich selbst einzustehen, denn auch ihm wurde das in seiner Jugend nicht beigebracht. If you stick with this, you can teach your kids someday and they won't have to go through what you're going through now. Am Morgen trifft Miles die Freunde am Eingang der Schule wieder und erinnert sie an die Abmachung. Um sie noch mehr einzuschüchtern, bedroht er Andy und Bobby und schlägt letzterem sogar kräftig in den Magen. Bobby rennt weg und sagt später mit Tränen in den Augen zu seinem Kumpel, dass die Demütigung nie enden wird. Das hilft ihm, eine Entscheidung zu treffen. Nach der Schule nimmt er sein Fahrrad und fährt vorzeitig in die Turnhalle, ohne auf seinen alten Mentor zu warten. Jimmy ist entschlossen und schlägt Manny in der Hitze des Gefechts versehentlich auf den Kiefer. Wow, der erste Knockdown seiner Karriere. Die alten Boxer lachen und freuen sich über den Enthusiasmus des Jungen. Jimmy lernt andere Sportler kennen und trainiert hart. Die Tage im Fitnessstudio vergehen wie im Flug. 2 Wochen vergehen und Miles fordert das versprochene Geld. Jimmy schafft es, einen kühlen Kopf zu bewahren und verschafft sich eine weitere Woche. Andy sieht, dass sich das Verhalten seines Freundes verändert und fragt sich, was los ist. Jimmy erzählt seinem überraschten Freund, dass er unter der Anleitung von echten Profis boxt und wenn er sein Ziel erreicht, würde er sogar riskieren, sein Glück bei einem Mädchen zu versuchen. I'd love to hook up with Adrian. You'd have to ask me out on a date first, Jimmy. Wiederum ein glücklicher Ausrutscher, der sich als nützlich erweist. Adrian bietet an, gemeinsam zu einer großen Party im Haus ihrer Freundin zu gehen. Und schon steht unser Held vor seinem ersten Date. Seine Eltern sind begeistert.
Ihr kleiner und introvertierter Sohn wird endlich erwachsen. Kämpfe, Boxen, Partys, Mädchen, was kommt als nächstes? Zusammen mit ihrer Mutter kommt Adrian in Jimmys Haus an und lernt seine Eltern kennen. Alkohol, Drogen und andere interessante Vorschläge der wilden Gastgeberin der Party erweisen sich als etwas zu unpassend und Jimmy lädt Adrian ein, an die frische Luft zu gehen. Adrian stellt fest, dass Jimmy besser isst und Gewicht verloren hat. I could stand to lose a few pounds myself. No, I think you look great. Es funkt zwischen den beiden. Aber der erste Kuss wird von einem von Miles' Handlangern, Eddie, unterbrochen. Jimmy wird wütend und sagt dem Rüpel mutig, dass er verschwinden soll. Der Rest des Abends verläuft gut und Jimmy kehrt glücklich nach Hause zurück. Action lernt auch etwas Neues von Jimmy und versucht, ein Mobiltelefon zu benutzen. Der Junge ruft an und bittet Action diesmal, ihn und seine Freundin ins Fitnessstudio zu fahren. Adrian ist angenehm überrascht, als sie erfährt, dass Jimmy boxt. Sie dachte, er würde nur aufs Laufband gehen. Im Fitnessstudio stellt Manny Adrian Rosie vor, eine weibliche Boxerin, die auf Augenhöhe mit den Männern kämpft und jeden Mann im Sparring ausnockt. Das beeindruckt Adrian. Vielleicht wird sie Jimmy bei seinem neuen Hobby unterstützen. Jimmy kommt sogar an seinen freien Tagen ins Fitnessstudio und Manny erschreckt ihn ein wenig, indem er ihm anbietet, mit einem starken Gegner zu trainieren. Action schaut auch im Fitnessstudio vorbei, aber schon in dem eleganten Anzug, den er in der Kirche trägt. You should have seen the look on Jimmy's face when he thought he was gonna have to spar with Marvin. Die alten Boxer schwelgen in Erinnerungen an ihre Jugend und beobachten Jimmys Fortschritte. Manny lädt einen anderen seiner Bekannten ein, dem Jungen MMA-Techniken beizubringen, bei denen neben den Fäusten auch Ellenbogen und Knie zum Einsatz kommen. Schließlich wird Jimmys zukünftiger Gegner wohl kaum nach den Regeln spielen und auch darauf muss man vorbereitet sein. Ein neuer Tag bricht an und Miles fordert erneut Geld. Er will keinen weiteren Tag warten. Vinny, ein älterer, harter Kerl, beobachtet den Konflikt der Teenager vom Rand aus. Er unterstützt Jimmy und ist bereit zu helfen, wenn etwas passiert. Kick his f***ing ass. Sie ahnen nicht, dass ihr Gespräch von Miles' Freund Eddie mitgehört wird, der sofort berichtet, dass der dicke Junge gelogen hat und nicht zahlen will. Daraufhin engagieren die Schläger Billy, einen verrückten großen Kerl, den sie kennen, der den Spitznamen Glassjaw trägt, um Jimmy für sie zu verprügeln. Der Held erzählt Adrian alles und das Mädchen spürt, dass etwas nicht stimmt. Sie macht sich Sorgen, dass zu viele Leute von dem bevorstehenden Kampf wissen und etwas schiefgehen könnte. Manny beruhigt sie am Telefon, dass alles gut wird, da Jimmy auch nicht mehr allein ist und seine Freunde ihm zu Hilfe kommen werden, wenn etwas passiert. Zum Glück erfährt Vinny von Miles' Plänen, schmutzig zu kämpfen, und schaltet seine italienischen Gangsterbekanntschaften ein, die Billy Glassjaw auf dem Weg zur Schule erwischen und ihn in ihrem Auto gefangen halten. Jetzt hat Miles keine andere Wahl, als selbst zu kämpfen. Nun, es ist an der Zeit, dem eingebildeten Fettsack eine Lektion zu erteilen. Jimmy geht nach dem ersten schnellen Schlag zu Boden. Aber sein Ausdauertraining war nicht umsonst und er steht wieder auf. Er erinnert sich an sein Training, zwingt seinen Gegner zu einem Fehlschlag und kontert. Und nun liegt Miles auf dem Rasen. Unfähig, diese Demütigung zu ertragen, befiehlt er seinen Kumpels einzugreifen und die drei stürzen sich auf Jimmy. Doch dann können auch Andy und Bobby nicht länger zusehen. Es stellt sich heraus, dass Bobby einen tollen linken Haken hat. Jimmy wiederum schlägt ein paar Mal zu und fordert Miles auf, nicht nur ihn und seine Freunde in Ruhe zu lassen, sondern alle, die nicht für sich selbst einstehen können. Der Moment, auf den Jimmy gewartet hat, ist gekommen. Und all seine Bemühungen haben sich ausgezahlt. Aber das ist noch nicht alles. Das Video des Kampfes geht in den sozialen Netzwerken viral und schafft es sogar in die Nachrichten. Jimmy ist nicht der Einzige auf der Welt, der unter Mobbing gelitten hat. Nun kann sein Beispiel unzählige Menschen inspirieren. Seine Eltern sind natürlich besorgt, aber auch sehr stolz auf ihren Sohn. Und Jimmy und seine Freunde können endlich erhobenen Kopfes durch die Schule gehen. Wie immer findest du den Filmtitel in der Beschreibung des Videos. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, was hat euch in den Momenten geholfen, in denen ihr überhaupt nicht an euch geglaubt habt. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit noch mehr tolle Geschichten veröffentlicht werden.